Kapitel 18. Die Beichte. Der Hall der Schritte wurde mit jedem Augenblick lauter. Das unangenehme, dumpfe Dröhnen der vibrierenden Stufen machte das Warten unerträglich. Clapp hob die Pernatsch und richtete sie auf den Eingang zur Treppe. Jetzt würde sich alles entscheiden. Der Junge war entschlossen, das Feuer bis zum bitteren Ende zu erwidern. In der Tasche hielt er noch ein letztes Magazin bereit und die allerletzte Patrone davon war für ihn selbst bestimmt. Das aber alles erst später. Jetzt war es unbedingt notwendig, dass er sich zusammenriss und das widerliche Zittern in seinen Knien zur Ruhe brachte. Taran hatte Clapp seinerzeit ja nicht zufällig ausgewählt und das bedeutete, dass er es schaffen würde. Hauptsache, er geriet nicht in Panik. Unterdessen leuchtete von unten ein mattes, schwankendes Licht auf. In dem Türrahmen erschien eine einsame Gestalt in einem Mantel und mit einer Kapuze über dem Kopf. In der Hand hielt sie eine alte Petroleumlampe. Durch das Gitter der Schutzhaube war die züngende Flamme zu sehen, deren Licht das Gesicht des Unbekannten jedoch nicht beleuchtete. Der Junge versuchte vergeblich, die verdeckten Gesichtszüge über seine Zielvorrichtung hinweg zu erkennen. Die Pistole erschien ihm schwerer als sonst, der Finger am Abzug verkrampfte sich vor Anspannung. Clapp zuckte zusammen, als der Mensch ohne Gesicht beschwichtigend eine Hand hob und anfing zu sprechen. »Ey, warte, ich schieß nicht, ich bin's doch!« Die Stimme des Ankömmlings war ihm schmerzlich vertraut. Dem Jungen war in dem Moment gar nicht bewusst geworden, dass er diesen Mantel schon so oft gesehen hatte. Ishkari zog die Kapuze herunter und lächelte. »Ey, du lebst! Ey, hol's der Teufel! Ey, du lebst!« Clapp ließ die Pistole fallen und lief dem Sektierer freudig entgegen. Sie umarmten sich wie alte Freunde. Der Junge lachte und weinte zur gleichen Zeit. Er war so froh, dass er jemand war, mit dem er die Last und das Unglück dieser scheinbar ausweglosen Situation teilen konnte. »Ich hab mich schon gefragt, wie du von der Barkasse verschwunden bist. Ey, rausgesprungen bin ich. Ey, und wie hast du überlebt?« Clapp wischte sich die Freudentränen ab und verschlang Ishkari mit seinem Blick, als ob er befürchtete, dass dieser einfach so wieder verschwinden könne, wie ein wunderbarer Traum. »Abgehauen bin ich. Als diese Psychos uns überfallen haben, bin ich ins Wasser gesprungen. Wir müssen fliehen. Hörst du? Fliehen!« Der Sektierer hob die Pistole auf und reichte sie Clapp. Der Junge streckte die Hand nach ihr aus, doch im nächsten Moment holte Ishkari aus und schlug ihm voller Wucht den Griff ins Gesicht. Vor Schmerz geblendet stürzte Clapp zu Boden. Aus seinem Jochbein strömte heißes Blut. Sein Blick verschleierte sich, die Gestalt des Sektierers verschwamm und der Boden unter ihm schwankte. Der Junge versuchte sich aufzurichten, fiel aber von neuem hin. Die Kälte des Betonbodens brachte ihn wieder zu Bewusstsein. Worte drangen an sein Ohr, die er nur vage verstand. »Errehr dich nicht, Welpe, oder du frierst Blei. Ich setze mit Vergnügen einen fetten Schlusspunkt unter die heldenhafte Geschichte der Expedition. Du bist ja der Einzige dieser ganzen Bande von Versagern, der noch nicht verreckt ist.« Der Sektierer durchquerte das Zimmer und stellte seine Lampe in ein Fach des Schranks. Dann untersuchte er eingehend die aufeinander gestapelten Aggregate, legte einen Kippschalter um und beugte sich über die verschlissenen Leitungen. Schließlich steckte er das Kabel wieder ein und schaltete die Anlage an. Clapp drehte sich auf den Rücken und beobachtete Ishkaris Treiben. Dann stemmte er sich mit den Händen hoch und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. Der Schmerz ließ ein wenig nach, das Zimmer hörte auf zu schwanken. »Hey, logisch, dass du jetzt auf der Leitung stehst, Kleiner. Hey, pass auf, ich erklär's dir.« Der Sektierer grinste. »Hat dir meine Idee mit dem Leuchtturm gefallen? Ja, die ist von mir. Hättest du nicht erwartet. Tja, du wirst dich heute noch öfter wundern. Wenn du ruhig sitzen bleibst und nicht rumträgst, bekommst du noch eine Gnadenfrist. Also genieße deine letzten Minuten. Es heißt immer, kommt der Tod, ist zu spät. Blödsinn! Alle, die ich bisher erledigt habe, haben vorher um Aufschub gebettelt. Wenigstens für einige Minuten. Das Leben in dieser grässlichen Welt ist kein Spaß, Bruder. Und doch klammern sich die Menschen wie wahnsinnig daran.« Der Sektierer trat wieder an den Schrank, öffnete die rissige Tür und holte eine staubige Flasche heraus. Er schüttelte den trüben Inhalt, nahm einige gierige Schlucke und atmete tief durch. Eine Woche habe ich nichts getrunken. Ohne Alkohol ist es hier trostlos.
Der Sektierer wischte sich den Mund an seinem Ärmel ab. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Leuchtturm. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Bombenschutzkeller auf dem Werftgelände beginnen. Ich weiß Bescheid. Klepp schob ich Kari das Tagebuch hin. Dieser blätterte einige Seiten durch und grinste erfreut. Tja, das erleichtert mir meine Aufgabe. Die armen Teufel hier auf der Insel sind tatsächlich die ehemaligen Bewohner des Objekts. Allerdings sind nicht alle derart heruntergekommen. Das Grinsen verschwand auf einmal aus dem Gesicht des Sektierers. Ich bin in diesem Bunker geboren, habe also schon als Kind Menschenfleisch gegessen. War für mich das Normalste von der Welt. Es gab ja nichts anderes. Noch nie probiert. Es ist Fleisch wie jedes andere. Auf jeden Fall besser als Rattenfleisch. Es schmeckt richtig süß dagegen. Der Sektierer nahm einen weiteren gierigen Schluck von dem Fusel. Als der Bunker vollzulaufen begann, beschlossen unsere Eltern, in die Stadt überzusiedeln. Wo sollten wir sonst hin? Die Kranken ließen wir zum Krepieren im Bunker zurück. Die waren uns zu eklig. Am Anfang haben wir uns von den Tieren ernährt. Nur gingen die uns auch irgendwann aus. Bald hatten wir alles vertilgt, was sich irgendwie bewegte und was es auf der Insel an Essbarem gab. Von Lomonosov kamen in den ersten Zeiten noch Überlebende rüber. Mit denen brachten wir uns dann durch. Was wir damals nicht alles gemacht haben, wir haben die ganze Gegend abgesucht nach Überlebenden. Später haben dann irgendwelche Helden ein Stück vom Damm weggesprengt, um uns auf der Insel einzusperren. Aber eines schönen Tages hatten wir Glück. Ein Touristenschiff legte an der Insel an. Es war schon ziemlich runtergekommen und verbeult, hatte aber eine ganze Menge Leute an Bord. Während des Angriffs wären sie gerade mitten auf dem Ozean auf der Überfahrt gewesen. Deshalb hatten sie überlebt. Mit diesen Gästen gingen wir achtsamer um. Waffen hatten wir ja damals in Hülle und Fülle und außerdem einen gesunden Appetit. Wir trieben sie alle zusammen und dann ins Trockendock unter Bewachung. Das gleiche Dock übrigens, durch das uns daran geführt hat. Jetzt ist es ja öd und leer, denn wir haben ja schon längst alle verbraucht. Aber damals war das eine ausgezeichnete Koppel, sozusagen. Es gab viel Platz. Woanders hätten wir sie gar nicht untergebracht. Wie die Schafe saßen sie da herum und haben sich übrigens auch vermehrt. Der Mensch ist von Natur aus ein Opportunist. Wohin du ihn auch steckst, er überlebt überall, sogar an Orten, wo die Ratten verrecken. Je länger ich Kari sprach, desto größer wurde Klepps Entsetzen darüber, mit welcher Leichtigkeit der Sektierer diese unfassbaren Sätze fallen ließ. So hätten wir immer schön weitergelebt, ohne Not zu leiden. Aber dann ging eine Seuche in der Stadt um. Unsere Leute hat es damals ordentlich erwischt und auch das ganze Vieh ist uns krepiert. Vor Hunger begannen wir aufeinander loszugehen. Damals haben sich unsere Ältesten den Exodus ausgedacht. Ja, Junge, Exodus ist hier entstanden, in Kronstadt. Das schöne Märchen von der Arche. Als der Scheinwerfer montiert war, setzten einige Leute heimlich nach Petersburg über. So erschienen die Prediger in der Metro. Ich bin auch mit der Bekasse rüber. Der Hunger hat mich getrieben. Mit dem Essen ist es in der Metro natürlich viel einfacher. Obwohl mir die ersten Tage immer übel wurde von eurem Schweinefleisch. Der Sektierer verzog angewidert sein Gesicht. Aber auch naive Hinterwäldler gab es in der Metro zuhauf. Kaum war der Leuchtturm in Betrieb, als sich schon die ersten Gläubigen meldeten. Als ob sie darauf gewartet hätten. Die erste Fuhre war schon zur Abfahrt bereit. Wir brauchten nur noch die rettende Barkasse heranzufahren. Doch da machte uns die Primorsky-Allianz plötzlich mit ihrer Expedition einen Strich durch die Rechnung. Ich war damals näher als die anderen bei der Technoloschka und es gelang mir, den Trupp abzufangen. Exodus kann man nicht einfach ignorieren. Schließlich ist fast jede Station voll von Gemeindegängern. Kurz und gut, sie nahmen mich in ihr Kommando auf, wenn auch unter Zähneknirschen. Aber wenn Exodus eine Erfindung ist, warum haben dich dann die Sumpfteufel nicht angerührt? Fragte Klepp.
Er griff nach dem letzten Strohhalm, um seinen einzigen verbliebenen Traum noch zu retten. Ha, ein gewöhnliches Insektenschutzmittel schützt hervorragend gegen Mücken. Ishkari nahm eine längliche Flasche aus dem Schrank. Ha, Ironie des Schicksals. Zum Fressen gab's nicht genug, aber das Zeug hier gab es im Bunker tonnenweise. Ich hatte gedacht, die Stalker würden herbeilaufen, um mich zu retten und dann ordentlich was abkriegen. Aber es hat nicht geklappt. Der Sektierer sah den Jungen von der Seite an. In seinen Augen loderte ein unheilvolles Feuer. Eigentlich hättest du als Erster verrecken sollen, dort im Keller des Konstantinpalasts. Denkst du etwa, die Luke ist von allein zugeschlagen? Merk dir eins, Junge, nichts geschieht von allein. Du kannst dich bei Taran bedanken, dass er dich gleich vermisst hat, als er aufgewacht ist. So konnte ich nicht mehr die Kellertür öffnen, um den Anschein zu erwecken, du seist nach draußen gerannt. Also begann er, in dem Keller nach dir zu suchen. Später ergab sich dann einfach keine Gelegenheit, euer Kommando auf einen Schlag kalt zu machen. Nur bei dem einen konnte ich mit dem Gewehr ein wenig nachhelfen. Wie hieß er noch gleich? Ach ja, der Belgier. Ich habe ihm eine verbogene Patrone in sein Magazin geschoben. Ich wusste, früher oder später würde es schon klappen. Genauso wie mit dem Geigerzähler von Okun. Als ich bemerkte, dass er ständig auf irgendwelchen Profit aus war, war mir gleich klar, dass ich ihn dazu bringen konnte, sich unerlaubt von der Gruppe zu entfernen. Die Strahlung im Hafen von Lomonosov ist uns allen längst bekannt. Damals haben wir selbst einiges davon abbekommen. Jedenfalls habe ich ihm alles Mögliche eingeflüstert, von ungerührten Depots und Schiffen, die noch nicht ausgeplündert seien. Er hat es mir abgekauft und hat noch nicht einmal seinen Geigerzähler überprüft. Im Batteriefach gibt es da so eine kleine Feder, weißt du? Du mieses Schwein, brüllte Klepp. Er bebte vor Wut. Direkt vor ihm stand dieser Mensch, der so viele unschuldige, anständige Leute umgebracht hatte und berichtete davon, als wäre es das Normalste auf der Welt. Nein, das war kein Mensch. Es war etwas Furchtbares. Der Sektierer hob die Pistole und wackelte mit dem Lauf vor den Augen des Jungen hin und her. Ältere soll man nicht unterbrechen, Junge. Hat man dir in eurer ach so moralischen Metro etwa keine Manieren beigebracht? Hättest dir ein Beispiel an Dym nehmen können? Das war doch mal ein Intellektueller, wie man ihn noch nie gesehen hat. Aber trotzdem hat es ein übles Ende genommen. Du hast wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass er verrückt nach Nata war. Ich hab das gleich geblickt. Hätte nie gedacht, dass er auf einen solchen Unsinn reinfällt. Damals auf dem Damm hab ich ihm zugeflüstert, ich würde sie schreien hören. Und er, der Idiot, ist gleich nach unten gesprungen. Sonst hätte er vielleicht überlebt. Psychologie ist Macht, mein Junge. Man muss die Menschen kennen, damit man sie bei ihren Schwachstellen packen kann. Wie beim Ringkampf. Ishkari leerte die Flasche fast bis zur Hälfte. Seinem trüben Blick nach zu urteilen, hatte er sich schon einen ordentlichen Rausch angetrunken. Verträumt lächelte der Menschenfresser vor sich hin. Xiva ist an seiner eigenen Angst zugrunde gegangen. Er war ein Feigling. Ich selbst musste kaum etwas tun. Als wir unser Nachtlager in dem Tunnel unter dem Damm aufgeschlagen hatten, habe ich Dur in den Tee gemischt. Das ist so ein Pilz, von dem du Wahnvorstellungen bekommst. Der wächst nicht weit von hier. Ein richtig starkes Kraut. Wenn du viel davon nimmst, schläfst du einen Tag lang wie ein Toter. Ist es weniger, schickt es dich erstmal auf einen Trieb. Man kriegt alle möglichen Visionen. Ich dachte, wenn alle schlafen, sorge ich dafür, dass Schluss ist mit eurer ganzen Expedition. Die ganze Zeit schon hatte ich auf einen geeigneten Moment gewartet und nun schien es endlich zu klappen. Aber dann ist Kondor mir auf den Pelz gerückt. Trink, hat er gesagt, und ich musste auch einen Schluck nehmen. Übrigens warst du schuld daran, dass Xiva seine Dosis damals nicht ausgetrunken hat. Du hast doch seinen Becher umgekippt, erinnerst du dich? Ich musste also improvisieren, Druck aus seiner Psyche machen. Schon bald hatte ich Xiva geknackt.
Als alle weggenickt waren, hat er sich nach draußen geschlichen. Wahrscheinlich hatte er irgendeine Vision. Ich hinterher. Ich war direkt vor ihm, aber er schien mich gar nicht zu sehen. Mit verschlossenem Gesicht saß er da und brummte vor sich hin, als würde er sich mit einem verblichenen Freund unterhalten. Es hatte ihn gar nicht schlecht erwischt. Ich hab dann dem armen Teufel eins auf den Schädel gegeben und ihm die Venen aufgeschnitten. Zur Täuschung. Nebenbei habe ich mich gleich noch gestärkt. Werde mir doch sowas Feines nicht entgehen lassen. Dann merkte ich, dass es auch mich erwischt hatte. Bis zu der Kammer bin ich noch irgendwie gekommen, aber mir fehlte die Kraft, euch Brüdern die Kehle durchzuschneiden. Bei mir ging einfach das Licht aus. Damals hast du mir dazwischen gefunkt, Welpe. Der alte Taran wusste wohl, warum er dich mitschleppt. Am spannendsten war die Geschichte mit dem Fräulein. Das war die reinste Improvisation. Ich hab nur gesehen, wie sich euer Kommandeur mit seinem Messerchen vergnügt. Das Mädchen zu provozieren war eine leichte Sache, genauso wie Condor im geeigneten Moment umzustoßen. Alles Weitere war eine Frage der Technik. Ein Messer, mein Junge, ist ein gefährliches Ding. Das darfst du niemals aus den Augen lassen. Denn wenn es in erfahrene Hände gerät... Ishkari grinste. Ha, mir kannst du das glauben. Später wurde es immer einfacher. In den eigenen vier Wänden kennt man sich schließlich aus. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass Taran den Bunker findet. Aber er war ein hartnäckiger Teufel. Ich wollte schon nachhelfen, aber das war nicht nötig. Alles lief prima. Ihr seid nur etwas zu schnell in den Schacht hinaufgeklettert, sodass ich es nicht mehr rechtzeitig zum Maschinenraum geschafft habe. Ich habe noch an der Sperre des Aufzugs herumgemacht, als ihr bereits herausgeklettert kamt. Wenigstens einer ist ertrunken. Auch gut. Clapp musste an Farids Blick denken, als der Lift nach unten abstürzte und sah den Sektierer hasserfüllt an. Der trank den letzten Rest aus der Flasche und kickte sie mit seinem Fuß zur Treppe. Wie durch ein Wunder zerbrach sie nicht, sondern schepperte gegen einen Eisenträger und blieb am Rand der Stufe liegen. So ist das Leben. Es fließt ständig vor sich hin. Mal den Berg rauf, mal runter, manchmal auch am Rand entlang. Und dann stürzt es plötzlich in einen Abgrund und zerplatzt in tausend Stücke. Als wir auf die Barkasse zuliefen, wurde mir klar, dass ich den Trupp spalten musste. Taran guckte mich nämlich die ganze Zeit schief an. Ich glaube, er hatte mich durchschaut. Nur konnte er nichts beweisen. Condor war zu diesem Zeitpunkt schon völlig am Ende. Man hätte ihn nur mit dem Finger abstutzen brauchen und er wäre zusammengebrochen. Ich konnte mir also absolut sicher sein, dass er auf nichts bestehen würde. Ich brauchte ihm nur die Idee unterzuschieben und er war sofort bereit, den Rückweg anzutreten. Ich hatte allerdings nie gedacht, dass Schaman mir folgen würde, aber ohne seinen Chef konnte der anscheinend keinen Schritt machen. Alles andere war einfach. Die lang erwartete Begegnung mit den Kontaktpersonen von der Küste, das Händeschütteln, die Glückwünsche. Du hättest sehen sollen, wie sich Schaman gefreut hat, wie begeistert er meine Jungs umarmte, bis er ein Messer in seinen Wanst gestoßen bekam. Ein amüsanter Typ hat immer wieder nach den Radiosignalen gefragt. Clapp hatte den rudimentären Funkspruch, den sie im Raskat abgefangen hatten, schon längst vergessen. Auch dieses Rätsel war somit gelöst. Auch wenn sie im Bunker keinen funktionierenden Apparat hatten finden können, hatten die Kannibalen wohl auch hier ihre Hände im Spiel gehabt. Und ganz Kronstadt hätten die Stalker unmöglich durchkämmen können. Der Sektierer hatte sich unterdessen müde auf den Rand eines Batteriegehäuses gehockt und betrachtete interessiert die Pernatsch. Eine gute Kanone. Taran hatte Ahnung von Waffen, keine Frage. Ansonsten war er aber ein genauso beschränkter Großkotz wie die anderen, wenn auch etwas erfahrener, was ihm freilich nicht allzu sehr geholfen hat. Was ist mit ihm? Clapp starrte gebannt in das Gesicht des Sektierers. Der hatte es nicht eilig mit einer Antwort, sondern genoss die Angst im Blick seines Opfers. Dann pleckte er die Zähne und verzog seine Miene zu einer abscheulichen Grimasse. Sie haben ihn aufgefressen, was denn sonst?
Klepps Gesicht war schrecklich anzusehen. Bleich, hohlwangig, starrte er mit verlorenem Blick vor sich hin. Mit erstaunlicher Klarheit zogen in seinem Kopf die wenigen Tage vorüber, die er mit dem Stalker verbracht hatte. Dann hörte er plötzlich eine harte, heisere Stimme. »Mach ihn fertig!« Es war wie ein Befehl. Der Junge sprang auf die Beine, zog sein Fallschirmjägermesser heraus und blickte seinen Feind starr an. »Ha, du willst kämpfen! Respekt!« Ishkari lächelte spöttisch. »Wenigstens mal etwas anderes. Weißt du, ich hab die Schnauze voll von diesen Wirbellosen. Nichts als winselndes Fleisch. Alle Jubeljahre mal Wildbret, wenn auch nur eine halbe Portion.« Der Sektierer stand auf und zog aus seinem Mantel ein dünnes Stilett hervor. Die scharfe Klinge glänzte im Schein der Lampe. Er steckte die Pistole in seinen Gürtel, legte den Mantel ab, ging in Stellung und breitete angriffslustig die Arme aus. Immer noch lächelnd machte er einen Schritt nach vorn und stockte jedoch, als er in die Augen des Halbwüchsigen blickte, die voller kalter Entschlossenheit waren. Klepp war keinen Schritt zurückgewichen. Er schien mit den Füßen am Boden festgewachsen zu sein. Sogar sein Zittern war verschwunden. Er hielt das Messer fest in der gesenkten Hand. Sein Blick war wachsam und feindselig. Ishkari ließ sich von dem passiven Verhalten seines Gegners täuschen und verpasste den Moment, als der Junge lossprang. Ohne jegliche Vorbereitung stürzte dieser direkt auf das ausgestreckte Messer zu. Die Klinge des Stiletts blieb in den Platten des gepanzerten Anzugs stecken. Klepps Stoß hingegen gelang besser. Das Messer sauste von oben auf den Kannibalen herab. Doch aufgrund der enormen Kraft seines Sprungs stieß der Junge mit ihm zusammen und die glänzende Klinge riss die Robe des Sektierers am Rücken auf. Ishkari stieß seinen Angreifer zurück und legte eine Hand schützend auf die Wunde auf seiner Schulter. Auf seiner Kleidung bildete sich ein dunkelroter Fleck. Welpe! Der Sektierer betrachtete empört seine blutbefleckte Hand. Dafür werde ich dich langsam abschlachten, Stück für Stück. Das Auftreten des Jungen hatte ihn so überrumpelt, dass er sich seinem Opfer nun vorsichtiger näherte. Die anfangs so amüsante Jagd wurde nun gefährlich. Er hatte nicht die geringste Vorstellung, wie dieses Katz-und-Maus-Spiel mit diesem auf den ersten Blick so hilflosen Halbwüchsigen enden würde. Offenbar war der Junge entschlossen, bis zum Letzten zu kämpfen. Klepp sprang auf die Beine und hob den schweren Umhang des Sektierers vom Boden auf. Das heftige Schwingen der langen Rockschöße sandte einen federnden Luftschuss in den Raum. Die Flamme der uralten Lampe erzitterte und erlosch, sodass nur ein schwebendes, weißliches Rauchwölkchen zurückblieb. Das Zimmer versank sogleich in tiefe Dunkelheit. Ohne Licht fühlte sich der Junge, der in der Metro aufgewachsen war, wesentlich sicherer. Im nächsten Moment polterte etwas neben dem Sektierer und zwang ihn, sich blind nach dem Geräusch umzudrehen. Klepp jedoch stürzte sich von der anderen Seite auf seinen Gegner, schlitzte mit dem Messer dessen Bein auf und stieß erneut zu, diesmal in Richtung Leistengegend. Der Kannibale hatte dies jedoch vorausgeahnt, wich dem letzten Angriff aus und stieß selbst mit aller Wucht zu. Doch die scharfe Klinge des Stiletts glitt an den Panzerplatten ab und der Junge rollte unverletzt davon. In diesem Augenblick spürte der Sektierer den brennenden Schmerz in seinem Bein. Er wich humpelnd zurück, stolperte und stürzte. Er machte eine Rolle rückwärts, drückte sich flach auf den Boden und hielt das Stilett vor sich. Erst jetzt bemerkte Ishkari, dass er die Pistole verloren hatte. In der gespannten Stille ertönte ein deutliches Klacken. Dann flackerte der Raum mehrfach auf, als Klepps Pernatsch losdonnerte. Im Widerschein des Dauerfeuers konnte Klepp seinen Gegner ausmachen, wie er sich hastig aus der Schusslinie brachte. Klepp folgte der Gestalt des Sektierers mit dem Pistolenlauf. Eine heftige Salve traf den Schrank, der in einer Fontäne aus Holzsplittern explodierte, und dann die Wand. Betonbrocken sprühten in alle Richtungen, das Geräusch von Splittern im Glas war zu hören, Lumpen wirbelten in der Luft. Dann war mit einem Mal das Magazin leer. Klepp verlor wertvolle Sekunden. Endlich rastete das neue Magazin an seinem Platz ein, doch im gleichen Moment stürzte sich der Sektierer mit seinem ganzen Gewicht auf Klepp. Die Gegner fielen zu Boden. Wie im Zeitraffer erblickte Klepp, wie der Raubtierstachel des Stiletts von oben herabsauste. Reflexartig warf er den Arm nach oben und konnte den Hieb zur Seite abwenden. Knirschend drang die scharfe Klinge in eine Spalte zwischen zwei Betonplatten ein. Mit einer heftigen Bewegung rammte der Junge einen Ellbogen gegen das Stilett. Die schmale Klinge zerbrach genau am Griff. Der Kannibale warf das nutzlose Heft fort und schlug Klepp mit aller Kraft ins Gesicht.
Myriaden gleißender Punkte blitzten vor den Augen des Jungen auf. Das Dröhnen in seinen Ohren war ohrenbetäubend. Sein Kopf kippte willenlos nach hinten. Er schlug rücklings auf den Boden auf und sah wie durch einen Nebel die Faust, die erneut auf ihn zusauste. Clapp duckte sich in Erwartung des nächsten Schlages, doch der blieb aus. Stattdessen versuchte der Sektierer, die Pistole unter dem Jungen hervorzuziehen, wozu er seinen Rumpf ein wenig anheben musste. Das Training und die Anweisungen von Taran waren nicht umsonst gewesen. Clapps Körper reagierte von selbst auf die tödliche Gefahr. Gerade als sich Kare die Pistole an den Kopf des Jungen halten wollte, drehte dieser sich mit einem Ruck, packte den Arm des Kannibalen und schlang seine Beine um dessen Rumpf. Der Sektierer versuchte, den Jungen von seinem Arm abzuschütteln. Doch dieser atmete heftig aus, streckte seinen Körper und hielt den Arm dabei mit aller Kraft umklammert. Sein Körpergewicht verhalf dem schmerzhaften Kampfgriff zum Erfolg. Der Kannibale lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und brüllte aus vollem Halse. Ein Ellbogenhebel bewirkte schließlich, dass die Pistole aus der erschlaffenden Hand fiel. Clapp stürzte zu der Waffe, seine Finger umklammerten den Griff. Fluchend warf sich der Sektierer auf ihn und versuchte, sie ihm wieder zu entreißen. Krachende Schüsse beleuchteten die im Staub kämpfenden Körper. Die Kugeln prallten eine nach der anderen von der Wand ab und durchflügten den Raum gefährlich nahe bei den Kämpfenden. Schon bald verstummte die Pistole wieder. Dem Sektierer war es tatsächlich gelungen, die Perlnatsch den Fingern des Halbwüchsigen zu entreißen. Doch ohne Munition war die Waffe nutzlos. Der Kannibale ließ sie fallen, setzte sich rittlings auf den gestürzten Gegner und ließ einen Hagel von wilden Schlägen auf ihn herabrasseln. Der Junge bedeckte seinen Kopf mit den Armen und versuchte vergeblich, sich aus der Umklammerung zu befreien. Die Schläge hagelten einer nach dem anderen auf ihn herab. In diesem Augenblick spürte er etwas Hartes in seinem Rücken. Das Messer durchfuhr ihn die plötzliche Erkenntnis. Durch den blutigen Schleier vor seinen Augen konnte Clapp Ishkaris Silhouette nicht mehr gut erkennen, also stieß er einfach aufs Geratewohl zu. Der Sektierer schrie auf. Die Klinge war tief in seinen Unterarm eingedrungen. Der Kannibale rollte von seinem Angreifer herunter, drückte sich den verletzten Arm gegen die Brust und rannte im Zimmer hin und her wie ein verwundetes Tier. Der Junge rappelte sich auf, kroch zu dem halb eingestürzten Schrank und zog sich an dessen Fächern hoch. Er zitterte, sein Kopf dröhnte, die aufgeschlagenen Lippen bluteten. Von hinten ertönte ein zornerfüllter Schrei. Ishkari hatte sich das Messer aus dem Arm gezogen und griff erneut an. Instinktiv griff der Junge nach dem nächstbesten Gegenstand aus dem Regal. Es war die Lampe. Alles geschah sehr schnell. Tarans Sektionen kamen Clapp wie von selbst in den Sinn. Also verharrte er zunächst reglos. Erst als der Kannibale ihn schon fast erreicht hatte, zuckte er zur Seite und tauchte unter der Klinge durch. Das Messer war bis zum Heft in die vertrocknete Schranktür eingedrungen. Der Sektierer versuchte gleichzeitig, die Waffe herauszuziehen und seinen Gegner festzuhalten. Doch dann erhielt er einen gewaltigen Schlag gegen den Kopf. Die uralte Lampe zerbarst in lauter Teile und das Petroleum ergoss sich über Ishkari. Der Sektierer schleuderte den Jungen fort und tastete blind um sich. Im Zimmer breitete sich ein scharfer Brennstoffgeruch aus. Clapp fiel erneut auf den harten Boden und begriff, dass er nicht mehr in der Lage war aufzustehen. Er spuckte einen Klumpen Blut aus und blieb völlig entkräftet auf dem schmutzigen Beton liegen. Das Ende seiner Leiden war nah. Seine Wange berührte etwas Kaltes. Als er die Hand danach ausstreckte, ertastete der Junge einen schmerzhaft vertrauten metallischen Gegenstand. Er musste während des Handgemenges herausgefallen sein. Mit gewohnten Bewegungen klappte der Daumen den Deckel auf und drehte an den Zündrad. Die Flamme beleuchtete die hohe Gestalt des Sektierers. Mit einer letzten bewussten Bewegung schleuderte Clapp sein geliebtes Feuerzeug auf den Feind. Ishkaris Kleidung flammte auf wie eine Kerze. Augenblicklich verwandelte er sich in eine riesige lebende Fackel. Der Sektierer brüllte, rannte durch den Raum hin und her, stieß blind gegen die Wände. Wahnsinnig vor Schmerzen lief er auf die Plattform hinaus, die Brüstung entlang, warf sich im Todeskampf gegen die Mauer, prallte zurück, stürzte über das Geländer und flog als gleißendes Flammenbündel den Leuchtturm hinab. Der Junge sah dies jedoch nicht mehr. Fast besinnungslos blieb er liegen. Später, als sich sein Bewusstsein etwas aufhellte, fühlte sich sein Körper an wie ein einziger großer, schmerzender Nerv. Es schien lange zu dauern, bevor es ihm endlich gelang, wieder auf die Beine zu kommen. Clapp kletterte die Treppe hinauf und gelangte mit Mühe auf die Plattform hinaus.
Unten, auf dem rissigen Asphalt, an der Stelle, wo ich Karis Körper aufgekommen war, konnte er noch ein Klimmen erkennen. Kleber schauderte. Die Rache war vollzogen. Er hatte einen tödlichen Feind besiegt. Doch fühlte er aus irgendeinem Grund keine Freude. Und auch seine Wut war auf einmal verschwunden. Allerdings war noch etwas zu tun. Schwankend humpelte der Junge zu dem Scheinwerfer. Er ließ seinen Blick über die Plattform schweifen, auf der Suche nach etwas Schwerem. Er würde jetzt dieses Ding zerschlagen, es zum Teufel schicken und so einen Schlusspunkt unter die Geschichte vom Licht setzen. Einem Licht, das die Menschen angelockt hatte wie Motten, das anstelle von Erlösung nichts als Verderben gebracht hatte. Einem falschen Licht. Doch ausgerechnet jetzt war nichts Passendes zur Hand. Mit letzter Kraft gelang es dem Jungen, den schweren Dreifuß umzukippen. Der Scheinwerfer stürzte auf die Seite, zerschlug aber nicht. Wie zum Hohn funktionierte der störrische Apparat noch immer und schickte seinen hellen Strahl in den Himmel. Nun allerdings in entgegengesetzter Richtung. Das Lichtbündel strahlte nun irgendwohin in Richtung Ostsee. Klepp blickte den Scheinwerfer erschöpft an. Sollte ihn doch der... Von unten ertönte ein donnernder Schuss. Apathisch schaute der Junge über die Brüstung, denn er wusste bereits, was er erblicken würde. Genau. Wie er vermutet hatte, jagten vom Hafen her, in der Dunkelheit kaum erkennbar, einige Kannibalen herbei. Wieder ein Schuss. Einer der Schurken stürzte tödlich getroffen zu Boden. Unruhig wandte Klepp seinen Blick in die andere Richtung, dorthin, woher das Geräusch gekommen war. Am Kai schaukelte noch immer die gebrechliche Barkasse auf den Wellen und auf dem Deck. Der Junge starrte auf die Silhouette des Mannes und wollte seinen Augen nicht trauen. Der Mann winkte ihm verzweifelt mit den Armen zu und bemühte sich, Klepps Aufmerksamkeit zu erregen. Dann wandte er sich plötzlich wieder dem Hafen zu, nahm sein riesiges Präzisionsgewehr von der Schulter und brachte es in Anschlag. Klepps Herz setzte für einen Augenblick aus. Dann begann es in seiner Brust zu hüpfen und die Lippen des Jungen flüsterten wie von selbst den einzig möglichen, ihm so lieb gewordenen Namen. Ach, daran...